Heute geht es um die Lidl-Eigenmarke Glen Alba und zwar um den 18-jährigen in Oloroso Sherry Cask gefinischten Blended Scotch Whisky. Blended Scotch Whisky heißt, es ist eine Mischung aus Malz und Grain Whiskys und er ist nach der Vermehlung gefinischt worden im Oloroso Sherry Fässern. Für wie lange steht hier nirgends, aber er ist auf jeden Fall mindestens 18 Jahre alt insgesamt. Ich bin sehr gespannt drauf. Es gibt von Glen Alba aktuell 6 verschiedene Abfüllungen bei Lidl. Ich habe 3 von den 6 Flaschen zu Hause aktuell. Und ja, das ist die jüngste. Also als nächstes geplant sind dann noch der 25er und 30er Glen Alba, auch mit entsprechend unterschiedlichen Finishes. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was der so zu bieten hat. Okay, ich habe es geschafft. Wuhu! Also. Jetzt schauen wir mal, ob ich den Korken rauskriege. Das ist nämlich tatsächlich ein Korken. Schau ich mal. Ja, der wirkt sogar echt. Aus einem Stück. Nicht schlecht. Okay. So, dann schenken wir mal kurz ein, weil ein paar Minuten wird er ja auf jeden Fall haben wollen. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal genau an. Also abgefüllt wurde die Flasche mit 41,4 Volumenprozent. Sie ist definitiv gefärbt zur besseren Farbgebung, wie es so schön heißt. Deswegen sieht der auch so wunderbar dunkel aus. Und auch mit Sicherheit kühl gefiltert, kommt in einer schönen Dose, die natürlich auch ermöglicht, dass man vor Sonnenlicht geschützt lagert. Und ja, sieht schon mal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Kostet 39,99. Und die Frage ist jetzt natürlich hauptsächlich, schmeckt er? Und wenn ja, schmeckt er so, dass er 39,99 mindestens wert ist? Das ist der aktuelle Preis. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vielleicht sogar ein Angebotspreis ist. Ja, es gibt noch 3, die ich nicht da habe. Einen 19-Jährigen mit Oloroso-Finish, einen 21-Jährigen mit PX-Finish, wenn mich nicht alles täuscht, und sogar einen 45-Jährigen. Der kostet aber auch dann mal 180 Euro das Fläschchen. Also die jüngeren Abfüllungen müssen einem da schon gut schmecken. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch mal, was der so zu bieten hat. Auf jeden Fall eine Süße. Ordentlich Vanille. Ich krieg gut Sherry raus, auf jeden Fall. So die klassischen roten Früchte. So die Trockenfrüchte. Ich finde, der riecht jetzt auf jeden Fall im ersten Moment sehr angenehm. Ich kriege so ein bisschen was Holziges. Da. Da ist auch sowas Klebstoff, aber nicht sehr intensiv. Aber so ein Hauch Klebstoff ist für mich da jetzt auch spürbar. Ja, da kommt jetzt mehr davon. Er riecht auf jeden Fall würzig. So ein bisschen Zitrus ist auch dabei. Ich habe auf jeden Fall schon sogar getreidigere, vom Geruch her getreidigere Malt Whiskys in der Nase gehabt als den. Also grundsätzlich sind 18 Jahre für knapp 40 Euro schon mal echt ein guter Preis, auch für einen Blended, mit Finish. Aber es ist natürlich, also für den 20-jährigen Grain Whisky, den Observatory, da zahlt man offiziell 30, 35 Euro. Bei Netto gibt es den, ich glaube, einmal im Jahr für knapp 20. Irgendwas ist da noch? Das erinnert mich noch an irgendwas.
Es könnten fast sogar leicht schokoladige Noten sein. Ich finde es ja schön. Hier steht ganz oben dran erstmal was zur Farbe. Ne? Bernstein soll das sein. Erstens wäre das sehr dunkler Bernstein. Und zweitens finde ich, ist das bei einem gefärbten Whisky einfach leider ziemlich uninteressant. Was steht da noch? Heide. Ja, das könnte hinkommen. So ein bisschen das Heidekraut. Ja, es könnte. Und Banane steht noch drauf für die Nase. Das kriege ich jetzt so nicht raus. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Sehr interessant. Ist natürlich so, dass der jetzt nicht so lange stand, wie er hätte stehen können. Aber ich probiere ihn jetzt trotzdem mal. Sláinte, ihr Lieben. Okay, sehr interessant. Also hat eine Süße. Der Sherry ist schon gut zu schmecken. Ich finde, der ist schon gut erkennbar. Es hat ein bisschen was von so einem Kirschhustenbonbon. Gerade ein bisschen. Ja, die Würze. Gut, erster Schluck sagt ja noch nicht so viel aus. Ein bisschen Bitterkeit ist da. Die Holzwürze ist da. Er ist recht weich. Ja, er ist nicht, er hat ein bisschen Trockenheit, aber nicht sehr trocken. Jetzt kommt da so, ja, wie so oft eine Bitterkeit. Aber es ist definitiv so ein roter, fruchtiger Geschmack ist da, so ein bisschen in Richtung, ja, wie gesagt, so Kirschbonbon. Was steht hier? Rebig. Würde ich nicht bestätigen. Rosine, okay. Porridge. Kriege ich hier nicht raus. Finish mit bleibenden, trockenen Sherry-Noten. Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Das kommt hin. Bleibt auch, also ich habe jetzt nach wie vor die Würze und so ein bisschen diese trockenen Noten. Das stimmt. Ich überlege gerade die ganze Zeit, woran der mich erinnert. Ich finde, der hat tatsächlich. Ja, okay, das könnte natürlich. Klar kann das von den Fässern kommen, aber auch von, ich weiß ja nicht, wie hoch der Getreideanteil ist. Er hat so ein bisschen Bourbon-Noten. Ich würde sagen, es geht in Richtung Rye ein bisschen. Also da ist ein bisschen so wie so ein High-Rye-Bourbon, so ein bisschen der Geschmack da. Was ja auch wieder dann Roggen, ne? Also das kann ja dann schon auch so was Getreidiges sein, wobei ich es jetzt nicht als Porridge bezeichnen würde. Ja, aber es geht schon so in Richtung Roggen, so ein bisschen auch in Richtung, erinnere mich so auch an so manchen kanadischen Whisky. Definitiv sehr interessant. Trifft aber meinen Geschmack so jetzt leider nicht. Ich bin gespannt, wie es mir mit den anderen beiden geht, die ja dann noch älter sind. Es ist natürlich auch immer die Frage. Ich meine, ja, die haben unterschiedliches Alter und die heißen alle Glenalba.
Das bedeutet aber nicht, dass sie die gleiche Zusammensetzung haben. Es bedeutet auch nicht, dass sie ein gleich langes Finish haben. Das heißt, es kann natürlich sein, der andere schmeckt dann wieder komplett anders. Man kann da leider nicht von einem auf den anderen schließen, weil die auch nicht aus denselben Brennereien stammen müssen. Also da gibt es im Endeffekt, kann der nächste was komplett anderes sein. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der dann sich so ergibt. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal weiter um diesen hier und schaue, ob ich noch irgendwas Neues rauskriege. Ich würde tatsächlich sagen, der hat was von einem Bourbon. Mit hohem Roggengehalt. Doch. Interessant. Da wüsste ich jetzt zu gern, was drin ist. Weiß zufällig irgendeiner von euch da irgendwas? Gab es irgendwann mal eine Info oder hat das jemand anderes vielleicht mal ähnlich gesehen? Ich kriege hier tatsächlich ziemlich starke Bourbon-Noten raus. Mit Sherry-Finish. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich würde ihn nicht nochmal kaufen, aber als einen Einsteiger-Scotch für bisherige Bourbon-Trinker könnte ich ihn mir tatsächlich vorstellen. Ist natürlich immer eine Frage dessen, woran man interessiert ist. Aber er ist nicht von Fehlnoten geprägt, würde ich nicht sagen. Er ist trinkbar, in dem Cocktail definitiv. Und da gibt es für 40 Euro auch garantiert welche, die weniger gut schmecken. Aber auch welche, die deutlich besser schmecken. Auf die ich sicherlich auch demnächst in Verkostungen kommen werde. Ja, ich freue mich, dass du da warst. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.